Wir sehen hier den kompletten Prozess des Talentmanagements innerhalb SuccessFactors. Und wir haben jetzt heute Nachmittag einfach mal die drei Bereiche Recruiting, das meine Kollegin Tamara Hoffmann vorstellen wird, herausgenommen. Dann als nächstes wird meine Kollegin Anita Finkenzeller den Bereich Learning Management näher darstellen. Und zu guter Letzt wird meine Kollegin Nadine Kattner den Bereich Succession kurz vorstellen, um dann nach 30 Minuten auf Ihre Fragen zum Webinar nochmal einzugehen. Ansonsten würde ich jetzt meiner Kollegin Tamara Hoffmann das Wort übergeben, die Ihnen kurz und knapp den Bereich Recruiting vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Markus. Wie schon erwähnt, Talent Management in der Cloud. Wir stellen heute diese drei Bereiche vor. Ich beginne mit dem Bereich Recruiting. Aber vorab vielleicht kurz etwas zu meiner Person. Mein Name ist Tamara Hoffmann. Ich arbeite bei der TTS als Talent Management Consultant im Schwerpunktgebiet Recruiting und bin spezialisiert auf SAP E-Recruiting als auch zertifizierte SuccessFactors Recruiting Spezialistin. Und der Spruch da unten, da ist sicher einiges an Wahrheit dran, aber wenn es um die besten Talente geht, die Ihr Unternehmen nach vorne bringen sollen, möchten Sie sicher nicht alles dem Zufall überlassen. Wie SuccessFactors Recruiting Sie dabei unterstützen kann, werde ich Ihnen gleich kurz vorstellen. Ein Kurzüberblick zur SuccessFactors Recruiting Execution. Diese besteht aus zwei Modulen. Das ist einmal Recruiting Marketing als auch Recruiting Management. In diesem Webinar heute werde ich Ihnen den Bereich Recruiting Management vorstellen, was das Applicant Tracking System von SuccessFactors ist. Recruiting Prozesse, mal kurz aufgelistet. Leider haben wir im Rahmen dieser Veranstaltung nicht die Möglichkeit, auf jeden einzelnen Prozess einzugehen. Ich werde aber exemplarisch einige herausgreifen, zum einen die Kandidatensicht als auch die Recruitersicht und Ihnen daran einfach mal zeigen, worin sich SuccessFactors Recruiting vielleicht von anderen Systemen unterscheidet. TDS hat vor kurzem SuccessFactors Recruiting selbst eingeführt und deswegen würde ich für die Kandidatensicht einfach kurz auf unsere Karriereseite wechseln. Da würden Sie über den Link Jobs bei TTS auf unsere Stellenangebotsseite kommen. Das hier ist schon die Seite von SuccessFactors, wo Sie nach Belieben Filteroptionen einstellen können, wonach Kandidaten dann Positionen herausfiltern können, um die Suche einfacher zu gestalten. Ich gehe jetzt einfach mal auf Stellen anzeigen und hier werden Ihnen alle Stellen angezeigt. Sie können hier auch weiterhin filtern als Kandidat, als auch verschiedenste Optionen wahrnehmen, beispielsweise sich direkt bewerben, per LinkedIn bewerben. Mit dieser Option würden dann Ihre Daten aus dem LinkedIn-Profil übertragen werden. Somit haben Sie geringeren Aufwand beim Ausfüllen des Bewerberformulars beispielsweise. Sie können diese Stelle aber auch weiterempfehlen an einen Freund oder Kollegen. Wenn ich jetzt mal hier eine herausgreife, dann sehen Sie hier die Ansicht. Die ist bei uns relativ simpel gehalten, aber hier gibt es auch Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Header- und Footer-Section. Man kann natürlich noch Bilder einfügen. Ebenso ist es auch mit dem Karriereportal. Man könnte hier noch Grafikelemente hinterlegen. Hier oben werden die verschiedensten Optionen angezeigt, plus eben die Auflistung der Stellenausschreibung. Wenn Sie sich nun als Kandidat beworben haben, möchte ich Ihnen mal zeigen, wie das jetzt aus Recruiter-Sicht aussieht. Dazu wechsle ich noch mal kurz auf den Home-Bildschirm. Das hier ist die Ansicht, die jeder sehen würde, ob Hiring Manager oder Recruiter oder Line Manager. Jeder, der im Recruiting-Prozess involviert ist, hat eine Startseite, eine Home-Seite, die konfigurierbar ist. Das bedeutet, Sie können die Piles entweder selbst bestimmen als User, indem Sie die ein- oder ausklappen, aber Sie können auch vieles schon im Vorhinein festlegen. Hier sehen wir die To-Do-Liste. Ich bin aktuell in einer Proxy-Now-Funktion. Da steht Sally Jones on behalf of Lorna Okamoto. Was das damit auf sich hat,
Das ist eine Stellvertreterfunktion, die Sie einrichten können. Somit können Sie, wenn ein Mitarbeiter in Urlaub ist oder erkrankt, können Sie sich einfach auf seinen Bildschirm mit den entsprechenden Berechtigungen setzen und die verschiedensten Aufgaben für ihn durchführen, wenn die Berechtigungen vorher eingestellt wurden. Ich bin nun in der Rolle als Recruiterin, Lorna Okamoto, und wechsle jetzt direkt einmal auf den Recruiting-Tab. Das ist der Bereich, wo die Recruiter die meiste Zeit verbringen werden, und möchte Ihnen hier exemplarisch zeigen, wie SuccessFactors Recruiting Management die Effizienz steigert im alltäglichen To-Do. Und Sie sehen hier oben, wird eine Metric angezeigt. Da sehen Sie, in Echtzeit werden hier alle Informationen, alle Key Performance Indicators abgedatet, wie zum Beispiel neue Kandidaten, offene Stellenausschreibungen intern, extern, als auch die durchschnittliche Anzahl der Tage, in der die Stellenausschreibung offen ist. Nicht erschrecken, 88 Tage ist natürlich keine gute Bilanz, aber das ist das Demosystem, was ich Ihnen hier gerade vorführe, und da stimmen die Zahlen natürlich dann meistens nicht ganz mit dem realistischen Wert überein. Kurz etwas zum Thema Effizienzsteigerung. Wenn Sie hier Mouse-Over machen, sehen Sie, dass sich ein Pop-up öffnet. Und das ist ein Prinzip von SuccessFactors, das sich über alle Module hinweg zieht. Das ist, Sie können die meisten Tasks in 1 bis 2 Klicks erreichen, sowie auch hier die wichtigsten Tasks für die Stellenausschreibung als auch für die Kandidaten. Sie können beispielsweise die bestehende Stellenausschreibung ansehen oder bearbeiten, direkt zu den Jobpostings wechseln oder sich die Kandidatenansicht anschauen, neue Kandidaten suchen oder Kandidaten hinzufügen. Das Weitere, was ich Ihnen gerne zeigen wollte, ist hier die Ansicht an sich. Also in dem Dashboard können Sie auch vieles für sich konfigurieren als User. Sie können die Informationen, die für Sie relevant sind, ein- oder ausblenden. In diesem Fall haben Sie die wichtigsten Informationen, finde ich, für den Recruiter auf einen Blick. Sie sehen, wer ist der Hiring Manager, in welchem Department, wann ist das Due Date, wie viele Kandidaten haben Sie schon beworben, wie viele neue Kandidaten sind vorhanden, das sehen Sie in Klammer und gehighlightet. Und Sie sehen auch den Prozess als auch den Status. Sie können auch ganz einfach über einen Klick in die Kandidatenleiste, das ist wieder ein Klick entfernt, also Sie müssen nicht verschiedenste Fenster öffnen oder sich erstmal 5-mal durchklicken. Sie kommen mit einem Klick auf die Kandidatenseite und sehen hier alle Kandidaten, die sich auf diese Job Requisition Sales Engineer beworben haben. Sie sehen auch auf einen Blick die Talent Pipeline, sehen auch, in welchem Status sich wie viele Kandidaten befinden, und können diese direkt anwählen. Diese kleinen Quick Cards, die Sie hier sehen, das sind kleine Visitenkarten, würde ich mal sagen, in denen Sie die wichtigsten Aktionen auch auf einen Klick durchführen können, als auch die wichtigsten Kontaktdaten sehen. Hier sehen wir, das ist ein interner Kandidat und die gelben stehen für die externen. Dieses Color Coding hilft Ihnen auch dabei, das interne Recruiting zu pushen, das heißt erstmal internen Mitarbeiter den Vorrang zu lassen und somit auch schon auf einen Blick rauszufinden, okay, wie viele Interne haben sich denn darauf beworben. Das Handling ist ebenfalls sehr einfach, das können Sie per Drag and Drop machen. Angenommen, Sie kennen einen Kandidaten schon, er hat bei Ihnen ein Praktikum gemacht und Sie befinden, dass er nicht erst durch den ersten Screen muss, sondern direkt zur Shortlist wechseln kann, können Sie den einfach per Drag and Drop in den nächsten Status ziehen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, wie sind wir mit der Zeit, Markus? Wir stehen mit der Zeit gut, wir sind jetzt 12 nach 15 Uhr. Mhm. Okay, gut. Habe ich noch ein paar Minuten? Oder? Nee, also es wäre gut, wenn du relativ zügig zum Ende kommen könntest.
Okay, gut. Das war jetzt, wie gesagt, ein High-Level-Überblick zu dem SuccessFactors Recruiting Management Modul. Es gibt natürlich noch vieles mehr, das ich Ihnen gerne zeigen würde, aber für einen ersten Überblick hoffe ich, dass es Ihnen geholfen hat, einen Eindruck zu gewinnen über das Modul an sich und freue mich über Ihr Interesse. Danke. Okay, vielen Dank, Tamara, für den ersten Bereich innerhalb des Talentmanagement-Prozesses, das Recruiting innerhalb von SuccessFactors. Ich nehme den Bildschirm jetzt mal zurück und würde den Bildschirm an meine Kollegin Anita Finkenzeller geben, die jetzt Ihnen den Bereich Learning innerhalb von SuccessFactors näher vorstellen wird. Guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Anita Finkenzeller. Ich bin bei der TTS als Talent Management Consultant tätig und spezialisiert auf das Learning Management System, das ich Ihnen jetzt auch vorstellen werde. Auch ich habe natürlich ein kleines Zitat mitgebracht. Lernen ist eine ständige Bewegung, es beruht nicht auf Wissen. Genau darum geht es bei uns im Learning Management System, einfach diese Bewegung besser zu managen und vor allem dem User selbst zu empowern, dass er sein Lernen selber managen kann. Zunächst mal habe ich eine Umfrage mitgebracht, damit ich besser weiß, wer mir hier gegenüber sitzt. Genau, dazu würde ich die Umfrage gerade mal launchen, wie es hier auf Norddeutsch heißt. Sie sollten jetzt einfach oder auf Ihrem Bildschirm eine blaue Maske sehen mit der Frage, welche Systeme unterstützen das Lernen in Ihrem Unternehmen, mit den vier Antwortmöglichkeiten, eine professionelle Lernplattform, wie zum Beispiel SAP SuccessFactors, oder zwei einzelne Bereiche werden durch spezielle Tools abgedeckt, drei Excel und Co. oder vier keine. Wäre nett, wenn Sie hier einfach mal kurz abstimmen könnten, welche Systeme unterstützen das Lernen in Ihrem Unternehmen. Okay, ich sehe schon 86% der bisherigen Teilnehmer haben abgestimmt. Wir warten noch ganz kurz und würden dann auch gleich die Resultate veröffentlichen. Vielen Dank. Die Frage war, welche Systeme unterstützen das Lernen in Ihrem Unternehmen? 86% professionelle Lernplattformen, wie zum Beispiel SAP SuccessFactors. Mhm. Danach, ich sag mal, abgeschlagen, dass einzelne Bereiche durch spezielle Tools, wie zum Beispiel E-Learning-Tools, abgedeckt werden und dann mit jeweils nur 4% Excel und Co. bzw. keine. Okay, das heißt, Sie haben zum Großteil schon eine professionelle Plattform gefunden. Vielleicht interessieren Sie sich für SuccessFactors gerade im Hinblick auf die Cloud oder durch die Verbindung mit anderen Systemen. Ich springe jetzt einfach direkt rein in die Screenshots zum System. Wir haben hier die Lernersicht für des Users, wenn er sich in das System einloggt. Und zwar haben wir hier einen Lernplan. Ich mache den mal größer. Auf dem Lernplan hat der User eine Übersicht zu allen anstehenden Trainings, also beispielsweise was bereits überfällig ist, welche Trainings im nächsten Monat fällig sind oder auch überhaupt kein Fälligkeitsdatum haben. Vom Lernplan aus kann der User dann direkt Handlungen vornehmen, zum Beispiel einen Online-Kurs starten oder weiterführen, wenn er ihn zwischendurch unterbrochen hat. Er kann sich direkt für ein Training anmelden oder auch weitere Informationen zu einem Training abrufen, indem er einfach auf den Trainingstitel klickt. Hier sehen wir jetzt Informationen zu dem Kurs Business Ethics. Es sind zum Beispiel die Kursdauer ist hier angegeben, wie viele Punkte der User dafür bekommt. Es ist ein Dokument angehängt, das der User mit dem Klick auf dieses Symbol öffnen könnte. Und es sind auch die Kompetenzen angezeigt, die dem Kurs zugeordnet sind. Auch hier unten in der Zeile hat der User gleich Vorschläge für die nächsten passenden Handlungen. In dem Fall ist es Request Schedule, das heißt, dass der User einen Termin anfragen könnte. Für diesen Kurs liegen nämlich derzeit keine Trainingstermine vor. Auch kann der
User nach Trainings suchen, die nicht auf seinem Lernplan sind, nämlich im Katalog. Wir sehen sie hier. Wenn ich auf den Katalog klicke, sehe ich die Übersicht der verschiedenen Kurse und kann auf der linken Seite hier entsprechend nach Subject Areas, das heißt Typen, die man, Trainingstypen, die man definiert, beispielsweise Compliance-Trainings filtern oder auch nach den verschiedenen Trainingskategorien wie Online-Trainings oder Instructor-Led-Trainings oder auch Curricula. Des Weiteren gibt es hier oben einen Kurskalender. Wenn ich den öffne, dann habe ich eine Übersicht über alle Trainings, die im nächsten Monat zum Beispiel anstehen oder in der nächsten Woche und kann mich als User dann sehr schnell orientieren. Hier wird jeweils das Thema angezeigt oder das grobe Thema, die Subject Area. Und wenn man dann da drauf klickt, dann kommt man direkt zum nächsten Kurs, zu den Kursen, die da ankommen. Des Weiteren gibt es die Funktion Curricula. Hier habe ich ein Curriculum aufgeführt, das der User bereits zum Teil erfüllt hat. Hier sehen wir, dass der erste Kurs bereits absolviert wurde und nun die Kickoff-Veranstaltung anstehen würde. Hier sehen Sie auch, dass Sie entsprechend Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Kurs einsetzen können. Beispielsweise muss zuerst die Kickoff-Veranstaltung besucht werden, bevor das Training Kommunikation und Führung durchgeführt werden kann. Schließlich gibt es noch die Trainingshistorie. Die sehen Sie hier. Auf den ersten Blick sieht der User einen Überblick über die zuletzt abgeschlossenen Trainings. Wäre ein Training jetzt nicht bestanden worden, wäre hier natürlich ein rotes Symbol. Und wenn der User auf View All klickt, kommt er dann in die Detailansicht der Lernhistorie und Sie sehen hier eine Auflistung der abgeschlossenen Kurse, jeweils mit dem Abschlussdatum und weitere Optionen, beispielsweise nochmal die Kursdetails anzusehen, den Kurs-Content, falls es ein Online-Training war, nochmal anzusehen oder das Trainingszertifikat mit einem Klick auszudrucken. Das wird dann als PDF angezeigt und der User kann sich das entsprechend abspeichern. Außerdem hat der User die Möglichkeit, hier über diese Sternchen den Kurs zu bewerten. Das wird dann wiederum im Kurskatalog für alle anderen Teilnehmer angezeigt. Also das ist eine kurze Feedback-Funktion zusätzlich zu den klassischen Feedback-Bögen, die man kennt. Schließlich gibt es noch für Vorgesetzte diesen Bereich Meine Mitarbeiter. Hier kann der Vorgesetzte eine Übersicht über seine Mitarbeiter erhalten. Er sieht jeweils den Lernplan des Mitarbeiters und kann zusätzlich auch diese Quick-Card, die wir vorher schon im Recruiting gesehen haben, auch jetzt hier zu seinem Mitarbeiter aufrufen. Weiter würde es sogar die Möglichkeit bestehen, hier im Org-Chart noch genauere Informationen zu erhalten. Zusätzlich gibt es ein Dashboard, das dem User ermöglicht oder dem Manager ermöglicht, die Trainings seiner Mitarbeiter im Auge zu behalten. Sie sehen, dass die Mitarbeiter hier sehr viele rote Zeichen haben. Es liegt aber auch daran, dass das im Demosystem aufgenommen wurde. Auch Genehmigungsprozesse werden über dieses System absolviert. Hier kann man zum Beispiel mit einem einfachen Klick das Training genehmigen oder verweigern natürlich, kann man dann jeweils noch einen Grund im nächsten Schritt angeben. Es werden alle Lernarten abgedeckt von unserem System. Einmal das klassische Instructor-led Training, das heißt, es gibt einen Trainer, das Training findet entweder im Klassenraum oder virtuell statt. Automatische Kalendertermine werden versendet und der Teilnehmer kann diese Termine auch anfragen, falls noch keiner gibt. Es gibt die klassischen Online-Trainings, also E-Learnings, die unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt werden können und auch auf mobilen Geräten, wie zum Beispiel Tablets oder Smartphones. Natürlich kann diese beiden Trainingstypen kombiniert werden zu einem Blended Learning und es gibt noch weitere Trainingsformen wie On-the-Job-Trainings oder einfach das Lesen eines Buches beispielsweise. Wie schon erwähnt, gibt es umfangreiche Möglichkeiten für Feedbackbögen, einmal das Happy Sheet zur direkten Bewertung des Trainings, aber auch eine langfristige Evaluation des Trainings
und die Möglichkeit, Tests zu erstellen. Und schließlich wird das Ganze durch ein umfangreiches Reporting begleitet. Beispielsweise gibt es hier Dashboards, durch die der Manager oder der User auf einen Blick sehen kann, wo das Training steht. Zusätzlich gibt es aber auch noch umfangreichere Reports in verschiedenen Formaten. Die Reports können gespeichert werden und automatisch versendet werden. Und damit gebe ich weiter an meine Kollegin zum Thema Nachfragebedarf. Dankeschön, Anita. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nadine Kartner. Ich bin auch Talent Management Consultant bei TTS und ich möchte beginnen mit dem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Also letztendlich ist es sehr hilfreich, eine gute Strategie zu haben, Nachfolgeplanung strategisch zu planen, wenn wir bei unserem Thema Nachfolgeplanung bleiben, ein hilfreiches Tool an der Seite zu haben. Aber das, was entscheidend ist, dass man eben das auch umsetzt, in die Tat bringt. Die Organisation muss den Nachfolgeprozess leben, damit er eben wirksam ist und auch das Tool, was in der Verwendung ist, eben auch anwenden. Und ich werde Ihnen zeigen, wie SuccessFactors Succession es Ihnen leicht machen wird, Ihre Nachfolgeplanung mit dem Modul durchführen zu können. Zunächst einmal einen kurzen Überblick über den Nachfolgeprozess. Um welche Schritte handelt es sich? Was muss gemacht werden? Wir haben auf der einen Seite müssen Schlüsselpositionen identifiziert werden. Das bedeutet also, wo sind meine kritischen Positionen im Unternehmen, die langfristig in der Nachfolgeplanung beachtet werden müssen, um eben langfristig erfolgreich zu sein. Also wo sind diese kritischen Punkte? Und auf der anderen Seite natürlich auch, brauchen wir Mitarbeiter, brauchen wir Talente, die solche Schlüsselpositionen zukünftig übernehmen können. Diese Talente müssen wir finden, müssen sie aber auch fördern, entwickeln und damit sie langfristig am Unternehmen gebunden werden können, um natürlich auch in der Nachfolgeplanung mitbedacht werden zu können. Das heißt, um diese beiden Punkte zusammenzuführen, können wir dann natürlich sagen, die Talente sollten dann natürlich auch besetzt werden, beziehungsweise die Schlüsselpositionen sollten mit den Talenten besetzt werden. Wie sieht das nun bei SuccessFactors aus? Wir starten mit dem Nachfolgeorganigramm. Nachfolgeorganigramm basiert hier in diesem Fall auf den Positionen. Wir haben hier einen Screenshot aus dem System. Das heißt, wir sehen hier ein Organigramm, welches auf Positionen basiert und wir sehen hier die einzelnen Stelleninhaber, die diese Positionen innehaben und wir haben hier unterschiedlichste Informationen. Das heißt, in diesem Nachfolgeorganigramm haben wir alle Informationen beisammen, die wir für die Nachfolgeplanung brauchen. Wir sehen, ob beispielsweise dieser Stelleninhaber, ob das Verlustrisiko hoch ist, die Verlustfolgen hoch wären. Wir haben hier die unterschiedlichen Nachfolger, die wir hier unten sehen. Und wir können direkt in diesem Nachfolgeorganigramm direkt an der Position nach entsprechenden Nachfolgern suchen. Das heißt, hier findet wirklich die Nachfolgeplanung statt und hier haben wir alles wirklich im Überblick. Gleichzeitig, wenn wir jetzt hier einen Nachfolger gefunden haben für zum Beispiel diese Position, brauchen wir Einblick darin, ob unsere Nachfolgeplanung kontinuierlich ist, beziehungsweise ob es beispielsweise Lücken gibt. Wir haben hier einen Screenshot von dem Herkunftsdiagramm. Wir haben hier die Position des Markus Hoff und wir sehen hier seine drei Nachfolger. Diese farbliche Hinterlegung zeigt uns, grün ist hier in diesem Fall, dass der Nachfolger sofort bereit wäre, diese Position von Markus Hoff zu übernehmen. Barry Chen hat ein Gelb, bedeutet hier in diesem Fall 1 bis 3 Jahre wäre soweit und Cheryl Wang. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo kommen diese Nachfolger her und gibt es eine Nachfolgeplanung für diese Nachfolger, das heißt, wenn Judy Hoffman in diesem Fall diese Position übernehmen wird, ist dann die Nachfolge gesichert. Und wir sehen hier, dass hier eine Lücke ist. Bei Cheryl Wang gibt es Nachfolger, das heißt, hier haben wir die Nachfolgeplanung gesichert, aber hier sind eben Lücken, wo wir dann aktiv werden müssen. Wenn wir uns jetzt anschauen auf den Mitarbeiter, es ist wichtig natürlich, den Mitarbeiter zu kennen. Wir brauchen Informationen zu dem Mitarbeiter, um nachher schauen zu können, wer sind meine Talente und die dann für die Nachfolgeplanung mit einplanen zu können. Wir sehen hier das Mitarbeiterprofil und wir haben hier verschiedene Informationen über den Mitarbeiter. Das heißt persönliche Informationen, das sind die Stammdaten. Wir haben aber hier auch Informationen wie beispielsweise Karriereziele, ist der Mitarbeiter geografisch mobil,
wie sind seine bisherigen Berufserfahrungen, wie war die Laufbahn innerhalb des Unternehmens. Teilweise können Informationen beispielsweise schon aus diesem Recruiting-Prozess übernommen werden, aber es können eben auch weiterhin kontinuierlich diese Informationen gepflegt werden, um dann nachher in der Nachfolgerplanung die Informationen an die Hand geben zu können. Wie können wir nun Talente identifizieren? Also wir haben auf dem Mitarbeiterprofil Möglichkeiten für den Vorgesetzten, den jeweiligen Mitarbeiter einzuschätzen. Das heißt, wir haben hier einen Bereich Talentinformationen, wo der Vorgesetzte seine Einschätzung abgibt. Gibt es ein hohes Verlustrisiko für den Mitarbeiter, hohe Verlustfolgen? Und diese Informationen können wir uns danach in dem Nachfolgeorganigramm anzeigen lassen. Zum anderen haben wir in SuccessFactors auch die Möglichkeit, Talent Reviews zu machen. Wir haben das Instrument der Leistungspotenzialmatrix, um wirklich zu schauen, wo sind meine High Potentials, die mit dem hohen Potenzial, die wollen wir für die Nachfolgeplanung später vorsehen. Das heißt, hier meine Stars, meine Emerging Stars, die möchte ich für die Nachfolgeplanung vorsehen. Aber beispielsweise gibt es auch oder möglicherweise gibt es auch weitere Kriterien, die wir brauchen, um eine bestimmte Position zu besetzen. Und das System bietet uns da eine Talentsuche. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, aus den Stammdaten zu suchen. Wir können auch aus den Mitarbeiterprofilen verschiedene Kriterien suchen und wir haben auch die Möglichkeit, nach den Kompetenzen der Mitarbeiter zu schauen. Wir bekommen dann eine Liste nach den Kriterien, die wir eingestellt haben und haben jetzt die Möglichkeit, die Nachfolger zu vergleichen und wirklich den richtigen Kandidaten für die entsprechende Position zu finden. Das heißt, wir haben einen Zeit-für-Zeit-Vergleich und wir sehen, wo die Kriterien eintreffen und wo sie erfüllt werden und wo nicht. Das heißt, wir haben jetzt möglicherweise den richtigen Kandidaten gefunden und wir können diesen Kandidaten nun als Nachfolger für diese Stelle vorsehen. Und hier haben wir eben nochmal einen mehr Überblick über das Nachfolgeorganigramm und die Informationen. Also hier den Verlustrisiko hoch, wir haben die Verlustfolgen hoch, wir wissen, in welchem Grid er eingestuft ist und wir haben hier die Nachfolger. Und genau hier können wir jetzt die Nachfolgeplanung machen. Was wichtig ist, wenn wir hier zum Beispiel den Barry Chen haben, der in 1 bis 3 Jahren soweit ist, muss dieser Nachfolger, der natürlich noch nicht sofort bereit ist, weiterentwickelt werden. Wie können wir das machen? In SuccessFactors gibt es den Entwicklungszieleplan. Das heißt, wir haben einen Zielplan für die persönliche Entwicklung des Mitarbeiters. Das heißt, man kann jetzt hier entsprechende Entwicklungsziele definieren, man kann die Zeit definieren, man kann sehen, mit welchen Kompetenzen wir das verknüpfen und wir haben die Möglichkeit, hier direkt die Integration zu Learning, direkt Schulungsmaßnahmen hinzuzufügen, damit der Mitarbeiter, der potenzielle Nachfolger, sich so weit entwickeln kann, dass er eben seine Ziele auch erreichen kann und dann eben als Nachfolger von seinem Status 1 bis 3 Jahren beispielsweise dann auf den sofort möglich Status zu kommen. Und hier schließt sich eben der Kreis, dass es auf der einen Seite darum geht, Schlüsselpositionen zu identifizieren, aber eben auch die richtigen Kandidaten zu finden, zu fördern, damit sie eben in der Nachfolgeplanung dabei sein können. Damit würde ich an meinen Kollegen Markus geben. Herzlichen Dank.